März 1983, Braunschweig. Der Fußballprofi Lutz Eigendorf wird von einem PKW, der seine Scheinwerfer plötzlich einschaltet, völlig geblendet. Eigendorf rast gegen einen Baum, wird schwer verletzt und stirbt. Der Mörder lauerte seinem Opfer auf und flößte ihm unter Todesdrohungen Alkohol mit giftiger Substanz ein. Dann raste Eigendorf in höchster Angst los. Fast alle Beweise dazu wurden von der Stasi vernichtet. Gefunden wurde dieser einzige schriftliche Hinweis, dass Eigendorf ermordet wurde. Hier steht der Name Eigendorf bei der Anwendung von Giften und Gasen. Verblitzen bedeutet das plötzliche Aufblenden eines im Dunkeln lauernden Fahrzeugs. Unter großer Anteilnahme wurde Eigendorf beigesetzt. Eine Obduktion der Leiche fand nicht statt. Sein Mörder und die Stasi-Auftraggeber blieben bis heute unbehelligt. So auch Markus Wolf, früherer Chef der DDR-Auslandsspionage. Er starb 2006. Mit großem Erfolg führte er ein Heer von Agenten. Im Oktober 1989 waren noch insgesamt über 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter des DDR-Geheimdienstes aktiv und hier verzeichnet. Die Karteikarten geben Auskunft über den Lebens- und Berufsweg jedes Einzelnen. Einer von ihnen ist Manfred Leggewich, Führungsoffizier der Auslandsspionage HVA. Schluss aus, keine Diskussion. Sein Kollege Wolfgang Hoppe, ebenfalls Führungsoffizier eines Bonner Spions und seiner Frau. Unsere Versuche, mit Stasi-Offizieren ins Gespräch zu kommen, scheitern. In der sogenannten SIRA-Datenbank, die erst 1998 entschlüsselt wurde, sind die beiden Stasi-Offiziere Leggewich und Hoppe verzeichnet. Sie steuerten die Spionagetätigkeit von Mario Bauer, seit 1984 auch Referent des SPD-Bundestagsabgeordneten Horst Jungmann. Bauer zählte zu den über 3000 Westdeutschen, die ständig als inoffizielle Mitarbeiter in der Bundesrepublik für die DDR tätig waren. Im Bonner Abgeordnetenhochhaus, dem Langen Eugen, arbeitete Mario Bauer als Referent für Horst Jungmann und zwei weitere Parlamentarier. Für die SPD-Bundestagsabgeordnete Heide Simonis aus Schleswig-Holstein sowie für Norbert Gansel, der ebenfalls für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands im Bonner Bundestag saß. Die SIRA-Quellen belegen, dass Mario Bauer unter dem Decknamen Jürgen registriert wurde. Die sogenannte Rosenholz-Datei dokumentiert den Klarnamen Mario Bauer und gilt als Nachweis, dass er 1978 angeworben wurde. Erst 2003 wurden die Rosenholz-Unterlagen von den Amerikanern an die Berliner Behörde übergeben. Auf diesen CDs befinden sich die Karteikarten mit den Klarnamen. Deutsche Ermittler fanden bereits in Amerika Mario Bauers Karteikarte. Als er 1992 verhaftet wurde, waren die Bonner Bundestagsabgeordneten schockiert. Also ich fühlte mich verraten und verkauft durch ihn und war völlig menschlich total enttäuscht. Und muss sagen, ich hatte überlegt, ob ich mein Mandat sofort aufgebe, weil ich wusste nicht, was ich machen sollte. In den Rosenholz-Unterlagen finden wir auch Christiane Bauer, Marios Ehefrau, die 1986 von der DDR-Auslandsspionage angeworben wurde. Sie arbeitete als Sekretärin im Auswärtigen Amt und spionierte unter dem Decknamen Jasmina. Christiane Bauer und ihr Mann wurden angeklagt und zu einer Geldstrafe verurteilt. Zusammen haben die es immerhin in 10 Jahren auf ungefähr 140 Informationslieferungen gebracht. Davon immerhin 7, die mit sehr gut bewertet wurden. Diese Note hat die HVA selten vergeben. Auf das Bonner Verteidigungsministerium, die Harthöhe, hatten es Mielkes Stasi-Späher besonders abgesehen. In dem Angestellten Wolf-Heinrich Prellwitz fanden sie einen eifrigen Zuträger der DDR-Auslandsspionage. Seit 1968 unter dem Decknamen Rödel registriert, willigte er gegenüber einem Stasi-Offizier ein, gegen Entgelt Informationen und Unterlagen aus seinem Dienstbereich der Rüstungsabteilung zu liefern. So unter anderem über die Entwicklung und Einführung von Waffensystemen der Bundeswehr, wie dem Mehrzweckkampfflugzeug Tornado
oder dem Kampfpanzer Leopard 2. Über 20 Jahre bekam Ost-Berlin die brisantesten Informationen über die Bundeswehr und das westliche Verteidigungsbündnis NATO. Prellwitz wurde angeklagt und 1992 zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren und der Zahlung von 820.000 D-Mark verurteilt. Heute hüllt er sich in Schweigen. Die SIRA-Dateien des IM Rödel alias Wolf Heinrich Prellwitz. In der Eingangspost der HVA sind 1413 Eintragungen von hochbrisanten Spitzelberichten und geheimen Dokumenten verzeichnet. Ein Rekord an Spionagetätigkeit, ein Ausmaß von Verrat, wie es schlimmer kaum sein kann. Auch von Klaus Lange eine Meisterleistung, Prellwitz Führungsoffizier.